Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Projekt, und zwar zum RB-Projekt zusammen mit dem Anton Müller. Moin, moin. Ja, Leute, letzte Folge, was soll man dazu sagen? Ja, Eskalationsstufe. Ja. Jetzt habe ich zumindest den Bürgermeister mal kennengelernt, ist halt, ja. Ja. Gewöhnungsbedürftig. Ein ganz anderes Niveau. Na gut, der war vorher genauso, der sollte eigentlich zur Therapie in die Alpen gehen. Das sollte nämlich eigentlich beruhigen, aber irgendwie, ja, hat uns viel gebracht mit der Beruhigung, muss ich sagen. Eher das Gegenteil. Ja, du kennst ihn ja auch ein bisschen von dem Abitur und alles. Wo kommt die Kompre immer hin? Warte mal. Die stellst du, ja, da rein. Hinter dem, vor den Wender. So. Perfekt. Den Schwager können wir so stehen lassen, den Wickler, dann stellen wir gerade mal die Sämaschine um. Dann passt das nämlich auch. Dann müsste ich aber gleich mal zur Gemeinde fahren. Ich muss nämlich eigentlich noch den wo willst du gleich noch hin? Keine Ahnung, vielleicht einmal die anderen leichter mal kennenlernen oder so. Ja, ich frage gleich erstmal die Gemeinde, dann frage ich ihn erstmal, ob man noch ein paar Felder pachten kann. Dann muss ich wieder zu den Bürgermeister. Die Polizei kommt schon wieder. Was ist denn das, Alter? Ich hab gar nichts gemacht. Ich steig am Laus, ich frage ihn einmal. Frag mal. Ich habe auch einen Führerschein, nur so. Grüß Gott. Guten Tag. Herr Müller? Ja, bitte. Ja, steig jetzt mal aus, bitte kurz. Oi. Eskalationsstufe. Ja, bitte. Also, Sie wollten ja Praktikum bei mir machen, ne? Ach, genau, richtig. Wäre bei Ihnen morgen in Ordnung? In der Früh um 7? Können wir machen. 6, meine ich. In der Früh um 6? Ja. Alles klar. Können wir Ihnen weiterhelfen? Ach, Herr Wiesenthal. Also hat echt vermisst. Bis morgen früh um 6 Uhr. Los, ja, sind Sie ansprechbar? Ja, das ist Wiesenthal? Ich hab hier einen Termin, ja. Kommen Sie mal mit. Dann kann ich Sie gerade was fragen. Yes, komme, ja. Was wollen Sie? Kann man Felder pachten bei Ihnen? Jawohl. Wie sehen das aus? Würde das denn ablaufen? Sind der größte Teil zum städtischen Besitz. Sie können dann das Feld im städtischen Besitz pachten. Okay. Und dann würde eine wöchentliche Pacht anfallen. Also, okay. Jetzt fragen Sie sich, wie teuer die Felder sind, ja auch unterschiedlich groß, ne? Nein. Sie wissen ja, dass das Gemeindegebäude auf einer Wiese gebaut wurde. Fundament alles so in Ordnung. Ja, aber die Wiese außenrum, die müsste ja auch gemäht werden. Ja, schenke ich Ihnen. Können wir das machen? Ja. Das gut. Wäre top. Aber ich stelle hier keine 5 Maschinen zur Verfügung. Ne? Nein, Maschinen haben wir selber. Nein. Ja gut, dann können Sie den Ertrag behalten dort, dann sieht das da auch alles schön aus, dann brauche ich mich da drum kümmern. Genau. Ja. Ja, das wäre genauso ideal. Gut, ich wollte mal fragen, in welcher Beziehung stehen Sie beide denn hier überhaupt? Ja, ich kenne Sie ja auch noch nicht so lange hier und der eine heißt Größert und der andere heißt Müll. Also, genau zur Beziehung stehen wir jetzt gar nicht. Wir haben uns kennengelernt durch die Ausbildung, die wir gemacht haben. Achso, also, und jetzt führen Sie zusammen den Hof und das ist keine Beziehung. Nein, den Hof führen wir nicht zusammen. Der Hof ist von meinem Vater. Der Hof gehört meinem Vater, da arbeite ich ja hier mit. Er hier, ich weiß nicht, die Zukunft, ich hatte ihn jetzt mal hingetan, hier mal zum Aushelfen.
Aber ich weiß noch nicht, was er sich jetzt als Zukunft vorstellt. Das weiß ich noch nicht. Herr Kleinert. Ja, ich auch nicht. Ja, ich wäre ja hier so ein Posten beim Bürgermeister, so ein Praktikum beim Bürgermeister. Herr Kleinert, wo ist denn ihr Wohnsitz? Sind Sie hier schon eingetragen? Du? Ja. Ja, dann ist ja gut. Brauchen wir ja nichts machen. So, und das ist jetzt hier nur Aushilfen Praktikum und nicht Festanstellung, weil da müssen Sie auch zu mir kommen, bis jetzt, ne? Agentur für Arbeit und so weiter. Ja. Ja, Herr Kleinert, jetzt mal kurze Sache. Wie wäre denn so ein Praktikum beim Bürgermeister? Ja, wenn der Herr Bürgermeister nichts dagegen hätte wegen einem Praktikum, wäre nicht nass. Ja. Herr Wiesenthal, wollen Sie einen Praktikanten? Nö. Wie, nö? Ach, von mir aus, aber ich bin ein Freund von Terminen und ja, jetzt nicht. Also, wir müssen da schon was ausmachen, wann sie denn bei mir. Ja, hier, jetzt sofort nicht. Da macht man sich schon einen Termin aus. Ja, die beiden. Ich will mir ja nicht, dann macht die beiden mal, dann kann ich in der Zeit Ludwig ausfragen. Das ist gut, da weiß ich Bescheid. Oh, sag dir das mal. Ja. Herr Ludwig, kommen Sie mal runter. Gut, wir sehen uns, ne? Genau. Jo. Ciao. Jo. Ja. Haben Sie den Hochschirm von meinem Vater schon gesehen? Na, den habe ich noch nicht gesehen. Mit den ganzen Maschinen. Können Sie sich hier mal angucken hier? Wir haben so einen schönen mittelständigen Hof. Herr Ludwig, das muss ich auch mal fragen. Ja. Sie sind alleine oben am Hof, oder nicht? Ja. Brauchen Sie da aktuell noch irgendwie Aushilfe? Gerade nicht, nur meines Wissens habe ich keine Quelle für Wasser. Also das wäre vielleicht problematisch. Nett. Na gut, die Wasserzufuhr ist aktuell in der Baustelle verwickelt. Ja. Also ich brauche zwar keine Arbeit bei Ihnen, aber... Ja, du hast doch deinen schönen Seeteich, ne? Kommst du mal mit? Ja, ja. Herr Kleinert, bleiben Sie mal, ne? Hey, der Herr Kleinert, der hat noch keine Zukunft, noch gar nichts. Der weiß nicht, was er machen soll. Deswegen hätte ich gedacht, du brauchst noch irgendwie Hilfe oder so. Was ich meine. Ja, weiß ich. Ja. Ich kann ja dir irgendwie aushelfen oder so. Wird das gehen? Ja, glaub schon. Echt? Geh doch mal zu dem, frag den doch mal. Ja. Herr Kleiner? Ja. Ja, ich hab gehört, Sie wissen noch nicht so recht, was sie machen sollen, ne? Ja, das stimmt. Da wollte ich Ihnen mal ein Angebot machen, ob Sie mir auf meinem Schweinehof mal aushelfen wollen. Ja, das wäre mal interessant anzuschauen. Ey, Kleiner, das ist so genau Ihr Ding, Schweine. Ja, genau, wir haben aktuell noch gar keine auf dem Hof. Aha, sehr interessant. Ja. Das ist so genau Ihr Ding, ey. Komm, Herr Kleiner, kommen Sie mal mit. Und Herr Ludwig. Hier. Ja. Mal kurz mal testen. Scheiße. Ey, was kaufen die hier für Karren, Junge? Der Beifahrer sitzt voll gemüllt mit Pappkartons, ey. Tja. War Amazon, ne? Ah ja. Kann der Herr Kleiner bei Ihnen mal hoch, oder was? Ich war ja auch noch an Ihrem Hof. Können wir vielleicht mal Sie besuchen oben? Ja, ich kann mich gern besuchen kommen. Ja. Dann fahren wir nämlich da mal hoch. Herr Kleiner, ich muss mir. Steig mal ein. Ich hoffe, ich bin da anzutreffen. Ja, hoffe ich auch. Ja, bin manchmal unterwegs und manage gerade Sachen. Kredit und naja, ne? Ja, hier, das können Sie alle erstmal zum Hof. Der Mercedes zahlt sich ja nicht von allein. Ja. Ist sowieso Mercedes VIP Leasing gewesen. Ja. Ah, ja. So, aber jo, dann treffen wir uns gleich da oben. Ah ja. Hallo. So, Herr Kleinert. Ja. Guck mal, was ich Ihnen alles klar gemacht habe hier. Praktikum beim Bürgermeister.
Ja, das Praktikum bin ich immer noch nicht so sicher bei den Herren Kollegen. Ja, da musst du genau hin. Ihr zwei gehört zusammen, Alter. Ja, ja. Dann noch beim Schweinehof mit Herr Ludwig, Junge. Das ist doch genau dein Ding, Alter. Ganz ehrlich, ich sag's dir, Junge, das ist genau dein Ding. Mhm. Ich weiß ja, wie der fährt, aber ja. Guck, dann kannst du irgendwann auch so Mercedes fahren, Junge. Das ist genau dein Ding, oder nicht? Ja, ja, ja. Ich schätze, das ist genau dein Ding, Junge. Sag's dir, ey. Sie lernen einmal fahren mit dem Traktor. Ich kann fahren, Junge. Ich hab den Führerschein letztes Jahr gemacht, Alter. Wovon ich bei Ihnen noch nichts gesehen habe. Haben Sie einen Führerschein? Sie haben einen Führerschein. Echt? T gemacht? Letztes Jahr. Aha. Wo denn? Bei welchen denn? Was bei welchen denn? Ja, bei welchen Prüfer denn? Auswärts. Bei welcher Fahrschule? Was? Auswärts. Ja, welcher Name denn? Warten Sie, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ach, wenn er mir einfällt, dann sag ich Ihnen. Ja, sag mal. Also ich habe bei... Ich habe bei Olivers gemacht. So. Ey! Die ganze Blase. Sorry, Ludwig. Ja, moin. Was haben Grüß Sie denn Gott. Hier für eine schöne Bude gebaut? Ja. Scheiße. Haben ein paar Sachen gekauft. Ach du Scheiße. Was hast du für Felder, Alter? Das ist so eine riesen Seemaschine hier hast. Ja, ich habe einmal direkt neben mir, das ist nicht ganz so große und dann... Das hier neben ist ja ein Kloabspüler. Ja, naja, so sieht's aus. Krass. Ah ja. Ey, Jung, hoch jetzt hier. Was hast du hier drin? Kurz mal probieren. Nee, lieber nicht. Hast du Kalk oder Dünger? Kalk. Komm mit denn raus, ich stecke hier oben fest. Ja, ne, also, ich würde sagen, ich dünge dich mal, ne? Nee, lass mal, damit das Feld ja zu gut. Oh, na, darf ich mal gucken? Ich bin ja. So neugierig, sorry. Ja, ja, sorry. Irgendwie komme ich hier nicht rein. Gehen Sie, ja, jetzt. Jetzt, danke. Ja. Ui. Fenster auf, stinkt. Hallo, das ist mir... Nein, das ist nur der neue Geruch. Sie kommen ja. Jetzt aber ein bisschen nah, du. Hallihallisch. da drin bleibt schön kuschelig. Also ich glaube, wenn Sie kurz raus, dann komme ich auch wieder raus. Na, ich bleibe heute mal ein bisschen drin. Okay, ja, komm. So, Herr Kleinert, wollen Sie noch da rein? Ich finde auch gut von Ihnen, dass Sie einfach anderen Leuten fragen, ob Sie in mein Auto rein wollen. Das ist Herr Ludwig, da müssen Sie sich dran gewöhnen, der Herr Müller ist da ein bisschen komisch drauf. Wie, ja. Bitte Mundschutz sagen, wo sind wir denn, Alter? Ja, wenn meine BGA irgendwann in Betrieb geht, hallo, das hallo? Ist mal bitte da. Anton, bist du noch ganz knusper? Bei meiner BGA, die Kunden, die sollen schön die Maske tragen hier. Ja, ich bin kein Kunde, ich bin ja dein Freund. Was? Ich bin ein Kollege. Oh, okay, geh mal rein, Jürgen. Ich komme hier nicht rein, Alter. Boah, fetter Kasten. Oh, ich stehe hier hinten, ne? Ja, mach mal. Guck da hinten mal, dass der Luftfilter noch ordentlich ist. Ich habe gesehen, du hast einen riesen Vorrat an Saatgut hier drüben, ey. Eine Palette, ey. Ja, nee, hier ist noch eine. Hier hat irgendwer falsch sortiert. Ich weiß nicht so ganz, was hier los war. Da merke ich schon, der braucht. Ich sehe schon, der Herr Ludwig braucht einen Mitarbeiter, der das für ihn macht, anständig. Ja, ich bin eindeutig ganz überfordert. Mein Vater macht das, Junge. Ja, dafür gemacht. Du hast ja auch so einen geilen MF wie wir. Ja, ja. Ui, aber nicht in so einer hässlichen Lackierung, sage ich dann. So, warte mal kurz, wo bist du? Bis jetzt waren wir noch gute Pros, aber nach dann hört's auf. Ja, ja. Die Lackierung ist nicht hässlich, Junge. Ich. Aber wissen Sie zufälligerweise auf diesem Schweinehof, ob hier irgendwo Wasser ist? Weil sonst würde ich mal ganz zufälligerweise immer zu Ihnen fahren und ein bisschen Wasser. Hier ist ein Wassertank. Wo sind Sie? Hier. Ja, das ist doch der für die Schweine, oder? Ja. Naja.
Warte mal. Und das ist das Wasser für Sie. Das gebe ich Ihnen dann zum Duschen mit. Danke dafür. Also dein Dusche ist an der Skullebecken oder was? Okay. Hallo, wir sitzen uns hier. Was? Ey, so, warte, wo bist du denn? Ludwig? Ja, Respekt Herbert. Hier. Ich hab einen Mercedes, du nicht. Junge, wir kennen uns jetzt schon so lange, Alter, und dann wollen sie immer noch, dass sie gesiezt werden, okay? Ja, okay, du, dann. Dann sitzen wir uns halt, okay? Kein Problem. Nee, jetzt. Du, aber der Arbeitstag ist schon wieder um. Ah, du. Zeit vergeht. Jo. Ja. Ja, so, Herr Kleiner. So, meine lieben Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst so gerne eine Bewertung da, schreibt einen netten Kommentar, schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. So.